So, ich glaube, wir machen jetzt gleich weiter, auch wenn noch nicht alle Teilnehmer wieder ihre Plätze erreicht haben. Und ich fange einfach an und stelle mich kurz selber vor. Tibor Harrach, ich bin Pharmazeut, also Apotheker. Habe mein Pharmaziepraktikum bei Bayer in Leverkusen gemacht. Das hat jetzt auch einen Bezug zu meinem Vortrag. Habe ca. 15 Jahre lang Lehre und Forschungstätigkeiten an der Freien Universität absolviert im Bereich pharmazeutische Chemie, Biochemie, klinische Chemie. War auch Gutachter in einigen Prozessen. Ein Klient war hier. Da ging es immer um Abgrenzung Lebensmittel oder Arzneimittel. Also genau die Frage, die jetzt der Europäische Gerichtshof so beantwortet hatte, wie ich das immer auch in meinen Gutachten dargelegt hatte. Leider haben die Gerichte nicht immer meinen Ansichten gefolgt. Dann bin ich Mitglied der Drug-Checking-Initiative Berlin-Brandenburg und Sprecher der Landesarbeitsgemeinschaft Drogenpolitik. Außerdem bin ich zurzeit im Studiengang, also ich bin wieder Student, an der Charité im Bereich Toxikologie. Und einige der Folien, die jetzt kommen, stammen auch daraus. Ja, also es geht jetzt um Risikobewertung und Regulationsprinzipien, wie das bei Stoffen passiert, die wir heute noch nicht besprochen haben, nämlich Arzneimittel, Lebensmittel, Chemikalien, Industriechemikalien und ganz zum Schluss auch noch, und gelegentlich schiebe ich das ein, bei den neuen psychoaktiven Substanzen. Kurz zu den Prinzipien der Risikobewertung. Also vorneweg erstmal, um was geht es da? Insgesamt sind in der chemischen Literatur 50 Millionen verschiedene Substanzen beschrieben, synthetische Substanzen beschrieben. Da kommen noch über 200.000 Pflanzeninhaltsstoffe dazu. Und Gen- und Genprodukte sind da gar nicht dabei. Vorneweg gesagt, diese Zahl zeigt schon, wie groß die Variabilität ist. Man könnte das unendlich weiter fortsetzen. Und bei 50 Millionen Substanzen, auch wenn die natürlich jetzt nicht alle psychoaktiv sind, das ist nur ein kleiner Teil, der dann die Blut-Hirn-Schranke passiert und möglicherweise spezifisch oder unspezifisch psychoaktiv wirkt im Gehirn, wird es sehr schwierig, auch mit Stoffgruppen. Denn aus diesen 50 Millionen Substanzen kann man sicherlich eine sehr große Zahl von Stoffgruppen und Stoffgruppen konstruieren. Es dem Gesetzgeber praktisch kaum möglich sein wird, alle diese Substanzen durch Stoffgruppen zu erfassen. Kurz ein paar Definitionen von Begriffen, die ich jetzt öfter verwende. Der Begriff Exposition spielt so in der regulatorischen Toxikologie immer eine große Rolle. Da geht es um das Konfrontiertsein mit einer Substanz, die letztendlich dann auch vom Organismus aufgenommen wird. Substanz oder auch Mikroorganismen können das sein. Dann der Begriff des Hazard. Das sind die stoffeigenen toxikologischen Eigenschaften, die dann so einen adversen Effekt hervorrufen. Und dann gibt es noch den Begriff des Risikos. Der wird in der Toxikologie anders verwendet als zum Beispiel in der Epidemiologie oder auch wie es die BZGA macht. Ja. Risiko wird hier in Beziehung zur Exposition gesetzt. Erkläre ich gleich noch. Also hier mal so eine Abbildung, wie Hazard und Risiko miteinander in Beziehung zu setzen ist. Anhand einer Bilderbuchgeschichte. Wir haben hier den Löwen, wir haben hier die Person, die praktisch exponiert ist. Ja. Man sieht, das Hazard des Löwen ist schon relativ groß, ja, und das Risiko für denjenigen, der hier exponiert ist, ist klein. Jetzt hat der Wärter vergessen, hier das Türchen zuzumachen, und der Löwe streckt hier seinen Kopf raus, und damit wird das Risiko größer, weil die Exposition sozusagen zu dem Löwen größer ist. Das Hazard bleibt gleich. Und schließlich ist der Löwe ausgebrochen. Jetzt ist das Risiko für die Passanten hier sehr groß, aber das Hazard ist immer noch das gleiche. Ja. Hazard ist eine Konstante, Risiko ist eine variable Größe. Hazard
lässt sich nicht reduzieren, aber Risk oder Harm Reduction ist machbar, indem die Exposition reduziert wird. Und bei Harm Reduction natürlich auch die Folgen der Illegalität, ja, sozusagen angegangen werden. Kurz zum Grundprinzip der Risikobewertung. Da wird erstmal das Hazard identifiziert, macht eine Atemlähmung zum Beispiel oder Blutdruckerhöhung. Dann wird die Exposition ermittelt. Dann wird hinsichtlich Hazard eine Dosisabhängigkeit festgestellt. Und das Ganze wird in der Risikokarakterisierung, Risikobewertung dann zusammengeführt. Und aus der Risikobewertung erfolgen dann ein Risikomanagement, was in der regulatorischen Toxikologie immer behördliche oder staatliche Maßnahmen sind. Anders als wir das im Drogenbereich kennen, da geht es wenn es um Risikomanagement geht, meistens um persönliche Kompetenzen. Ist das nochmal zusammengefügt? Zur Hazard Identification, guckt man, wenn man jetzt so eine Substanz hat, eine von den 500 Millionen oder 50 Millionen und will jetzt wissen, welche Gefahren gehen davon aus, muss man natürlich erstmal sich überlegen, für was wird die Substanz eingesetzt, und dann gibt es so Standardtests, ja. Akute Toxizität, vielleicht im Drogenbereich Neurotoxizität auch sehr interessant, Kanzerogenität ist immer sehr wichtig. Dann wird wiederholte Dosen sozusagen eingesetzt, oral, dermal oder auch inhalativ und über verschiedene Zeiträume. Reproduktionstoxizität ist ein wichtiges Thema, ja, gerade jetzt bei uns im Drogenbereich, weil ja die Leute, die zum Beispiel Partydrogen gebrauchen, häufig jung sind und tatsächlich noch so im reproduktiven Alter sind. Ja. Also das war auch immer eine Frage, die wir bei Ethan Rafe gestellt bekommen haben. Ich habe jetzt die Substanz konsumiert, bin schwanger und kann das jetzt mein Kind geschädigt haben oder schädigt das mein Kind? Ja. Und dafür gibt es eben auch spezielle Testverfahren, und Genotoxizität ist die Voraussetzung hier in der Regel für Kanzerogenität. Hier unten ist schon vermerkt, es gibt Guidelines, nach denen diese Testungen durchgeführt werden. Also eine ganz wichtige Quelle für die Guidelines ist die OECD. Da gibt es so eine Guideline-Bibliothek und das sind insgesamt 150 verschiedene Guidelines aufgeführt. Ja. Das sind meistens dann Tierversuche, es können auch Zellkulturversuche sein, wie die einzelnen Endpunkte sozusagen in bestimmten Experimenten ermittelt werden. So. Genau, dann macht man das Effect Assessment, da erstellt man ein toxikologisches Profil und eine ganz wichtige Größe für den Toxikologen, für den regulatorischen Toxikologen ist hier der No Observed Adverse Effect Level. Das ist die Konzentration, bei der eine Substanz gerade noch nicht einen bestimmten, in der Regel negativen Effekt auslöst. Und das ist immer, das ist der Point of Departure, der Ausgangspunkt, der Startpunkt für die ganze Risikobewertung und nachher auch für die Regulatorik. So, genau, da gibt es dann verschiedene Verfahren, wie man das Risk Assessment durchführen kann. Also zum Beispiel kann man diesen Margin of Safety feststellen. Da wird dann dieser NOEL geteilt durch die Exposition. Und wenn dann ein Faktor rauskommt, der 100 ist, oder größer ist als 100, dann wird das als ausreichend sicher angesehen, so ein Produkt oder so ein Stoff. Ja. Bei krebserzeugenden Stoffen sagt man sogar, der muss größer sein als 1000. Ja, also Krebs ist eben, Krebserzeugung ist eben ein Endpunkt, der eben sehr kritisch gesehen wird. Ja, dann kann man so bestimmte Grenzwerte ableiten, da will ich jetzt im Detail gar nicht drauf eingehen. Und Sicherheitsfaktoren werden immer noch eingefügt, also der Standardsicherheitsfaktor, mit dem durch den der Null noch geteilt wird, ist in der Regel 100. Das ergibt sich dann aus der Verschiedenheit zwischen Tier und Mensch und dann auch der Verschiedenheit der Gruppe von Menschen untereinander sozusagen.
dem wird immer 10 sozusagen zugrunde gelegt. Was mir jetzt hier an der Stelle ganz wichtig ist, Risikobewertung ist schön und gut auf toxikologischer, naturwissenschaftlicher Ebene. Aber wenn es hier um Drogen geht und auch um Legal Highs geht, da ist das Self-Assessment mindestens genauso wichtig. Ja? Und das ist das, was wir ja auch in der Prävention sozusagen, in der akzeptierenden Prävention nachher einsetzen. Ja. Ich war hier auf der Reduce, das war die Jubiläumsveranstaltung von Check It in Wien, die machen ja auch Drug-Checking. Und da wurde zum Beispiel hier vorgestellt von Winstock, der macht auch den Global Drug Survey, habt ihr vielleicht mitgekriegt, so eine Erfassung von Drogengebrauch auf der ganzen Welt. Zeit Online ist hier in Deutschland Medienpartner, die machen auch das Drugs Meter. Und da kann man dann eben seinen eigenen Drogengebrauch abschätzen, vergleichen und auch reduzieren. Ja, das sind so Reduktionsstrategien, Wahrnehmungs- und Reduktionsstrategien. So, gehen wir zu den Arzneimitteln über. Ja. Wie machen wir da die Sicherheitsprüfungen? Das ist sicherlich mit die umfangreichsten und hochreguliertesten Stoffe, die wir so kennen. Da werden eben erstmal Drogenforschung gemacht, präklinische Forschung, also an Zellkulturen zum Beispiel. Klinische Forschung wird gemacht, Phase 1, Phase 2, Phase 3, dann wirklich am Probanden, erstmal Gesunde, dann eine kleine Gruppe von Patienten und dann eine sehr große Gruppe von Patienten. Und dann erfolgt in der Regel eine Zulassung und dann wird auch nach der Zulassung noch geguckt, treten noch adverse Effekte auf. Das Ganze ist sehr teuer, kostet 1 Milliarde Dollar, wobei ich habe hier mal Zahlen drunter geschrieben, die jetzt bei im Ärzteblatt publiziert worden sind, also die Zahlen, was die Entwicklung eines Arzneimittels kostet, das divergiert stark. Ärzte ohne Grenzen sagt, man kann es auch für 150 Millionen machen. Was vielleicht auch ganz interessant ist, man geht aus von einer Anzahl von 10.000 Substanzen und reduziert das letztendlich auf eine Substanz, die nachher zugelassen wird. Alle anderen fallen raus. Alle anderen 9.999 sind natürlich potenziell Kandidaten, die dann auf dem Legal High-Markt auftauchen könnten, wenn es sich bei der Substanz zum Beispiel um Psychopharmakon handelt. Genau, hier auch nochmal das Schema, was hier schon heute zweimal aufgetaucht ist. Also im Vergleich zu diesen 10.000 Substanzen für ein Pharmakon, ja, sind dann die Substanzen, die vielleicht, wenn man Legal Highs betrachtet und auch deren medialen Dramatisierung zum Teil sich anguckt, erschreckend, aber letztendlich noch eine relativ überschaubare Zahl von verschiedenen Substanzen. Interessant wäre dann nochmal den Bereich sich anzugucken, der Verbindungen, die man diesen Gruppen nicht zuordnen kann. Was ist das eigentlich? Genau, hier nochmal so die Entwicklungsstadien eines Arzneimittels. Das ist ein Schema, wie das so bei Bayer praktiziert wird. Sieht man nochmal die verschiedenen Stadien. Auch hier sieht man auf der Zeitline, dass das sehr lange dauert. Ja, das kann 12 bis 15 Jahre dauern, bis so ein Arzneimittel von der ersten Synthese bis zu seiner Marktzulassung sozusagen, so lange kann das dauern, bis das dann auf dem Markt platziert ist. Hier sind die verschiedenen Arten von Prüfungen. Pharmakokinetik ist sehr wichtig, also der ganze Metabolismus, wie das verteilt wird und ausgeschieden wird, das ist ganz wichtig und es wäre auch sehr wichtig, pharmakokinetische Studien zu haben, wenn man jetzt Drogenberatung macht und auch Prävention macht, weil die Daten, die sind sehr wichtig, auch für den Konsumenten, auch für den Umgang mit der Substanz. Was man hier auch sieht, ist Sicherheitspharmakologie, da will ich gerade noch drauf eingehen oder gehe ich gleich noch drauf ein, was das ist. Hier nochmal so eine Timeline und die verschiedenen Studien, Sicherheitsprüfungen, die gemacht werden müssen bei einem Stoff, bevor er erstmals am Menschen, am gesunden Probanden angewendet wird. Ja, das sind umfangreiche Tests, die da vorgeschrieben werden. Und erst dann darf man mit so einer Substanz an den Menschen ran. Und auch hier gibt es wieder Guidelines. Die Guidelines im pharmazeutischen Bereich kommen von der ICH, das heißt
International Conference on Harmonization. Und da sind regulatorische Behörden drin und da ist auch die pharmazeutische Industrie drin. Und ich habe hier schon mal eine Guideline aufgeschlagen, die wollen wir uns mal näher angucken. Das ist die Sicherheitspharmakologie und da wollen wir uns den Bereich zentrales Nervensystem mal angucken. Kurz die Unterscheidung Sicherheitspharmakologie, da gucken wir uns eben an, funktionale Veränderungen bei einer akuten Behandlung, die bei Dosierungen im therapeutischen Bereich sozusagen entstehen. Bei der Toxikologie, bei der klassischen Toxikologie geht es um Gewebeveränderungen oder biochemische Veränderungen, meistens nach wiederholter Gabe. Und die Dosierungen liegen weit über dem therapeutischen Bereich. Im Drogenbereich würde man vielleicht Sicherheitspharmakologie auch der klinischen Toxikologie zuordnen. Oder das ist da vielleicht vergleichbar. Ja, in der Sicherheitspharmakologie, da geht es wirklich um, ich sag mal so, die Vitalfunktionen. Ja? Gerade diese Core Battery, die immer gemacht werden muss, da geht es um die ZNS-Funktionen, zentrales Nervensystem heißt das. Dann hier Herz-Kreislauf-Funktionen und das respiratorische System, also die Atmung. Ja. Wenn da sozusagen Probleme auftreten, zum Beispiel im therapeutischen Dosisbereich, dann wird es natürlich sehr kritisch mit so einer Substanz. Ja, dann stirbt in der Regel die Substanz. Und jetzt für den Drogenbereich ist der ZNS, das ZNS-System vielleicht auch sehr interessant. Ja, darum will ich gerade mal darauf eingehen, wie man da vorgeht. ZNS, das zentrale Nervensystem, ist das Gehirn und der Rückenmark. Und da guckt man sich eben Funktionen an wie Verhalten, motorische Aktivität, Koordination, sensorische Reflexe, Körpertemperatur ist auch immer wichtig. Und da gibt es dann Tierversuche. Ja, und das ist hier eine Guideline aus ICH. Und da werden eben Ratten behandelt nach einem ganz bestimmten Schema, das ist hier dargelegt. Die kommen dann aus ihrem großen Heimkäfig erstmal in so einen Vorbeobachtungskäfig und dann auf so ein Open Field. Und da wird dann geguckt, wie die sich da drin bewegen, durch Lichtschranken zum Beispiel oder Kameras. Und das Ganze wird dann anhand dieser Kriterien bewertet. Ja. Bitte denkt jetzt nicht an Techno-Party, wenn ihr das hier seht. Ja. So Pendeln mit dem Kopf oder Laufen im Kreis oder wiederholte Kaubewegungen. Ja, das ist ja was wir vielleicht auch kennen, sag ich mal, für Leute, die da präventiv in dem Bereich tätig sind. Und da gibt es dann auch Referenzsubstanzen, mit denen das dann sozusagen justiert wird, so ein System. Ja. Das ist einmal das Amphetamin, was wir als Speed in der Partyszene kennen. Ja. Und dann das Haloperidol, das ist ein stark wirksames Neuroleptikum. Das kriegt man dann von Gerald, heißt er, auf der Fusion gespritzt, wenn man nicht mehr ambulanzfähig ist, psychedelisch ambulanzfähig ist. Ja, das zur Kontrolle der ZNS-Funktionen, was heute ja auch schon angesprochen worden ist. Es wäre ja auch ganz interessant zu wissen, macht so eine Substanz, die ich jetzt hier in der Hand habe und von der ich noch überhaupt keine Ahnung habe, wie sie wirkt und welche Nebenwirkungen sie hat, macht die vielleicht abhängig? Ja? Und das ist wirklich eine sehr schwierige Frage und da kann ich auch heute hier keine abschließende Antwort geben. Ja? Und ich glaube, da ist auch die Forschung erst noch relativ am Anfang, aber auch dafür gibt es eine Guideline von der FDA, das ist die amerikanische Zulassungsbehörde, die Food and Drug Administration. Und da werden dann eben so einmal Tierstudien gemacht und dann werden aber auch Probanden sozusagen bekommen die Substanz und müssen dann subjektiv einschätzen, ob die gut ist, ob die high macht oder spacey ist. Ja. Und im Tierversuch werden eben alle möglichen Beobachtungsparameter erfasst. Ja. Selbstverabreichung, wie psychomotorische Funktionen beeinflusst. Drug Discrimination ist ein wichtiger Punkt. Ja. Da wird dann auch noch unterschieden in
körperliche Abhängigkeit und psychische Abhängigkeit. Und das ist natürlich hier eine Sache, die im Tierversuch nur sehr schwer zu erfassen ist. Ja. Obwohl die Guideline sagt, dass das Abhängigkeitspotenzial mit den pharmakologischen Eigenschaften oder aus den pharmakologischen Eigenschaften der Substanz sozusagen ableitbar ist. Und das muss man wirklich sehr kritisch sehen. Ja. Aber das werden wir hier nicht klären heute. Was ich abschließend zu den Arzneimitteln noch sagen möchte, ist, dass die meisten Substanzen, die bei uns so als Drogen oder als Betäubungsmittel auf dem Markt sind, im Umlauf sind, tatsächlich so aus der Arzneimittelforschung kamen oder zumindest mal eine Entsprechung als Arzneimittel haben. Ja. Also im Prinzip fast alles, sogar der Ethanol, der wird eingesetzt als Antidot bei Methanolvergiftung. Ja. Oder Amphetamin, haben wir ja schon gesehen, ist Speed und wird auch Kindern verabreicht, bei ADHS zum Beispiel, oder als Amphetaminsaft. Stelle ich auch gelegentlich mal her in der Apotheke. Selbst das Methamphetamin, das Crystal Meth, da gibt es im Amerika, in den USA noch ein Fertigarzneimittel, ja, was Methamphetamin enthält, ja, was bei ADHS verabreicht wird. Ja. Ja, sowas wie LSD war mal Arzneimittel, aber ist jetzt nicht mehr im Handel. Ja, und diese Folie wirft für mich die Frage auf, wie überhaupt neue Substanzen sich auf dem sozusagen illegalen Betäubungsmittel-Drogenmarkt etablieren. Ja, das ist ja eine Frage, mit der wir uns hier bei dem Legal High Symposium heute auch schon auseinandergesetzt haben. Und da fallen mir halt drei Namen ein: Albert Hoffmann, Alexander Schalgin, David A. Nichols. Habe ich alle noch persönlich kennengelernt. Zwei sind jetzt verstorben, nämlich hier Albert Hoffmann, war auch Ehrendoktor vom Institut für Pharmazie hier in Berlin. Der hat eben das LSD entwickelt und dann im Selbstversuch die Wirkung sozusagen entdeckt, ja, diese berühmte Fahrradfahrt. Und auch das Psilocybin in den Zauberpilzen hat er aufgeklärt. Dann Alexander Schalgin hat zwei Bücher geschrieben. Also einmal ist er so derjenige, der das MDMA, das Ecstasy, wiederentdeckt hat und so in die Psychotherapeuten-Szene erstmal eingeführt hat, auch im engen Freundeskreis so zu Genusszwecken gebraucht hat. Und der war eben auch Chemiker und ist dann systematisch rangegangen und hat sehr viele psychoaktive Substanzen synthetisiert und er hat die mit seiner Frau, Anne hieß die, habe ich auch kennengelernt, dann selber konsumiert und die Wirkung beschrieben. Ja. Und viele Substanzen oder Substanzgruppen, die hier erwähnt worden sind heute, die stammen sozusagen aus diesen beiden Büchern auch. Da haben ihren Ursprung da. Pical und Tikal sind so zwei Klassiker. Und dann hier noch David A. Nichols. Den hier Rü und ich haben den in Padua noch kennengelernt letztes Jahr. Da hat er einen Vortrag gehalten bei NewNet, was hier Carsten Tökel ja schon vorgestellt hat. Und der hat sozusagen solche Substanzforschung und neue Substanzen im universitären Bereich entwickelt und entsprechend auch getestet. Hat ja auch einen Artikel in Nature geschrieben, ja, zu den Legal Highs, dass jetzt seine Substanzen sozusagen, die er so für psychotherapeutische Zwecke entwickelt hat, für Forschungszwecke entwickelt hat, auf einmal auf dem Drogenmarkt auftauchen und da zum Teil auch zu Todesfällen führen. Das hat er in einem Nature-Artikel stark problematisiert. So, damit wollte ich die Arzneimittel verlassen und gehe zu den Lebensmitteln. Das will ich nur kurz streifen. Also ein Grenzprodukt zu den Lebensmitteln, weil eben Lebensmittel damit stark in Kontakt kommen und weil es bei der Lebensmittelproduktion eingesetzt ist, wird, wir Grünen sehen das sehr kritisch, das sind eben die Pflanzenschutzmittel und Biozidprodukte. Auch da gibt es dann eben bestimmte regulatorische Prinzipien und da wird einmal auf die Anwender geguckt, dass die geschützt werden. Hier er ist nicht besonders gut geschützt, zum Beispiel er trägt keine Handschuhe. Ja. Und da wird eben geguckt, wie stark wird der mit dem Mittel exponiert und ist das noch akzeptabel anhand bestimmter Kenngrößen.
Und wichtig auch ist, die Rückstandskontrolle in Lebensmitteln. Auch da gibt es dann bestimmte Kennzahlen, die erfasst werden. Alle gehen immer wieder von diesem NOAEL aus. Und dann werden diese Kennzahlen eben in Beziehung zur Exposition gesetzt. Und wenn die Exposition dann wesentlich größer ist zum Beispiel oder größer ist als der Grenzwert, dann erfolgt keine Zulassung. Ist die Exposition kleiner, kann die Substanz dann auch zugelassen werden. Ja. Wichtig ist mir hier zu sagen, dass da eben ein Zulassungsverfahren sozusagen vorgeschaltet ist, ein hochkomplexes Zulassungsverfahren, bevor so eine Substanz überhaupt auf den Markt kommt und bevor Menschen sozusagen gegen diese Substanz exponiert werden können. Zulassungsverfahren gibt es auch im Bereich Novel Food. Das sind dann Lebensmittel, die nach dem 15. Mai 1997 in wesentlicher Menge zum Verzehr in der EU aufgetaucht sind. Auch die müssen ein Zulassungsverfahren durchlaufen. Auch die Lebensmittelzusatzstoffe, eingeteilt in 26 Funktionsklassen, müssen in der EU zugelassen werden. Also die gesundheitliche Unbedenklichkeit muss festgestellt werden. Da muss geguckt werden, dass die technologisch überhaupt brauchbar sind und eingesetzt werden können. Und Verbraucher dürfen nicht geschützt werden, nicht getäuscht werden. Entschuldigung. Und da gibt es dann eben auch wieder verschiedene Endpunkte. Das ist ein sehr komplexes Verfahren im Tier-Approach, so stufenweise. Und wichtig ist eben so akute Toxizität, Toxikokinetik muss erfasst werden, Genotoxizität, Kanzerogenität, Reproduktionstoxizität. Haben wir hier noch die Kontaminanten in pflanzlichen Lebensmitteln. Auch noch ein Aspekt, auf den ich hier eingehen will. Wir haben zum Teil auch tatsächlich so Stoffe, die man in Drogen, psychoaktiven Drogen findet, finden wir auch in Lebensmitteln, na, zum Beispiel in Blaumohnprodukten. Na. Wer einen Mohnstrudel isst, hat in der Regel auch einen positiven Opiatnachweis im Urin. Oder es gibt ja auch Hanföle im Lebensmittelbereich, da kann man Salate draus machen zum Beispiel. Und da ist eben auch der THC-Gehalt streng reguliert. Ja. Und Ziel ist es letztendlich, die dann als neurotoxischen Kontaminanten, die gelten als neurotoxische Kontaminanten, solche Stoffe dann, die möglichst weit runter zu regulieren, ja, indem man den Blaumohn mit saurer Lösung wäscht zum Beispiel, um die Alkaloide rauszulösen, oder indem man eben bei Hanf, der zu Hanfölgewinnung benutzt wird, Sorten einsetzt, die möglichst THC-arm sind. Ich möchte hier noch auf eine Mogelpackung hinweisen. Koffein, es gibt sehr viel koffeinhaltige Lebensmittel, so als Stimulanz. Ja. Hier stehen ja auch einige rum. Ja. Das wird gar nicht als psychoaktiver Inhaltsstoff reguliert, sondern es gilt als Aromastoff. Ja. Und wird dann entsprechend hier über diesen Annex reguliert. Das halte ich für kritikwürdig auf jeden Fall. So, dann will ich noch auf die Gefahrstoffe kurz eingehen. Hier ist die Definition für Gefahrstoffe. Da gehen eben bestimmte Gefahren dafür aus, nämlich aus, man guckt sich mal physikalische Gefahren an, also brennt das oder kann das explodieren? Dann Gesundheitsgefahren, das ist für uns ja hier sehr wichtig. Und dann eben auch, für uns Grüne ist das besonders wichtig, Umweltgefahren, gehen da von Umweltgefahren aus. Ja, dann klassifiziert man solche Gefahrstoffe. Da wird erstmal, das ist hazard-orientiert wieder, nicht risk-orientiert, sondern man sucht tatsächlich nach den inhärenten toxikologischen Eigenschaften und kommuniziert die dann entsprechend durch Deklarationen. Ja. Das macht man zum Beispiel bei den Industriechemikalien, aber auch bei den Pflanzenschutzmitteln, die ich vorhin schon angesprochen hatte, und bei den Biozidprodukten. Nicht davon erfasst, von diesem Klassifikationssystem, ja, ich stelle hier zwei vor, werden Stoffe aus der Forschung und Entwicklung, Arzneimittel oder auch Lebensmittel, Futtermittel, Lebensmittelzusatzstoffe und so weiter. Ja,
wie werden die klassifiziert? Da gibt es erstmal zwei Kategorien, nämlich die Gefahrenklassen. Da gibt es 28 Stück von, zum Beispiel ist reproduktionstoxisch. Und die Gefahrenklassen werden dann nochmal unterteilt in Kategorien. Ja? Zum Beispiel Kategorie 2 ist dann schon relativ stark, schon relativ gefährlich. Ja? Je kleiner der Buchstabe ist, desto gefährlicher oder die Zahl, die Ziffer hinter der Kategorie ist, desto gefährlicher ist die Substanz. Wird dann auch mit so Piktogrammen versehen, ja, und Signalwörter versehen. Und dann gibt es ja noch so Hazard Statements und Sicherheitshinweise, gibt es heute. Und das Ganze ist globalisiert, das System, GHS, Global Harmonized System heißt das. Und ist in der CLP-Verordnung umgesetzt in Europa. Ja, Gefahrenklassen, das ist zum Beispiel die akute Toxizität, Hautreizung, schwere Augenschädigung, Sensibilisierung, spezifische Zielorgantoxizität nach einfacher Exposition, spezifische Zielorgantoxizität nach wiederholter Exposition, Aspirationsgefahr und immer hier als besonders gefährlich und es wird dann besonders hochreguliert, wenn die Substanz mutagen ist, reproduktionstoxisch oder karzinogen ist. Dann ist es eine sogenannte CMR-Substanz. Und für die gelten dann immer besondere Sicherheitsvorschriften. Betäubende Wirkung, wir sprechen ja von Betäubungsmitteln, das ist eigentlich ein ziemlicher Blödsinn, ein Amphetamin als Betäubungsmittel zu bezeichnen, das tut genau das Gegenteil. Also betäubende Wirkung wird hier in der Gefahrstoffklassifizierung ganz klar geregelt. Das ist dann spezifische Zielorgantoxizität nach einfacher Exposition Kategorie 3. Das ist die betäubende Wirkung, kriegt dann das Hazard Statement, kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. Und hier mal am Beispiel von GBL. GHB, GBL sind ja zwei Substanzen, die auch in der Partyszene stark im Umlauf sind und da auch zu Problemen führen. Gerade als sie aufkamen, so Ende der 90er Jahre, Anfang der 2000er Jahren, gab es hier große Probleme, auch in Berlin damit. Club Commission und die Clubs haben dann eine Kampagne gestartet, Club Culture Against GHB. Ja. Und GBL ist im Gegensatz zu GHB kein Arzneimittel, sondern ist dann als Gefahrstoff klassifiziert. Ja. Und in der Kategorie, ist also in der Klasse akute orale Toxizität, Kategorie 4, schwere Augenschädigung, Reizungen, Kategorie 2 und dann hier in der betäubenden Wirkung in der Kategorie 3 eingestuft. Ja, genau. Wichtig ist eben dann, dass man auch auf bestimmte Datenbanken und Informationen zurückgreift. Und das ist dann geregelt, weiter geregelt. Es gibt entsprechende Portale, wo man zum Beispiel hier von der Europäischen Chemikalienagentur, wo man eben, wenn man so eine Substanz vor sich hat und jetzt wissen will, ist die schon eingestuft, ist die bewertet, wo man dann gucken kann, ja, wie ist die eingestuft und wie ist die reguliert und was muss ich beachten. Und hier sind noch weitere Informationsquellen. Ich will mal ganz kurz auf akute Toxizität eingehen. Ja, ist ja auch ein Begriff, der heute hier schon öfter gefallen ist, wie sowas bestimmt wird. Da gibt es zum Beispiel hier auch wieder so eine Guideline von der OECD. Und das ist natürlich jetzt für jemand, der, und ich habe es gerade mit Professor Prags nochmal in der Pause besprochen, sehr kritisch gegenüber Tierversuchen sozusagen eingestellt ist. Und die Grünen sind das ja auch. Ja, ist das schon nicht ganz einfach zu verkraften, sage ich mal. Da werden dann wirklich Tiere behandelt, da gibt es eine Startdosierung, da werden drei Tiere genommen und wenn 2 bis 3 Tiere sterben, dann geht man runter in der Dosierung. Wenn nur ein bis maximal ein Tier stirbt, dann wiederholt man das und dann geht man entweder in die nächste Kategorie oder in die eine darüber liegende Kategorie oder in die eine darunter liegende Kategorie. Und so wiederholt man das, bis man letztendlich eine Einstufung in diese Kategorien vornehmen kann. Und dann kennt man den Bereich, in dem so eine Substanz tödlich wirken kann.
kann man das entsprechend einstufen. Ja. Hier so ein Nervengift wie Parathion, ja, ist eine Kategorie 1 hinsichtlich der akuten Toxizität. Dinitrophenol, Kategorie 2, Formaldehyd, eine Substanz, die wir so zum Desinfizieren nehmen, darum Markiereagenz drin, Kategorie 3. Und Atropin, da bewegen wir uns ja schon langsam in den Legal-High-Bereich, was pflanzliche Legal-Highs betrifft, das ist dann nur noch Kategorie 4. So in der Apotheke hat man dann so Tabellen nach Chemikalienverbotsverordnung, die gar nicht mehr, in Wirklichkeit gar nicht mehr richtig gelten kann, weil sie in den neuen EU-Richtlinien nicht mehr verankert ist. Ja. Und da kann man dann gucken, kann ich das abgeben oder nicht? Und also alle Substanzen kann man abgeben, die hier aufgeführt sind. Bei allen Substanzen muss man über 18 sein. Bei bestimmten Substanzen muss die Abgabe dann eben auch dokumentiert sein. REACH ist so ein europäisches Programm zur Registrierung, Untersuchung, Evaluation, Autorisierung und Restriction für Chemikalien, also Reduzierung von Chemikalien in der Umwelt. Und das ist eben auch Ziel, den sicheren Umgang mit diesen Chemikalien sozusagen zu bewerkstelligen. REACH ist orientiert nach dem Produktionsvolumen innerhalb der EU. Und ich sage gleich, Stoffe, die wir hier als Legal Highs betrachten, werden von REACH gar nicht erfasst, weil die minimale Menge, die produziert werden muss in Europa, ist eine Tonne, um eine Chemikalie nach REACH sozusagen bewertet zu bekommen. Und bei einer Tonne sind wir bei den Legal Highs nicht. Aber hier taucht das Wort Stoffgruppe auf, das böse Wort Stoffgruppe. Ja, hier steht es nochmal, unter einer Tonne wird nicht bewertet. Ja. Und ganz wichtig bei REACH, ohne Daten kein Markt. Ja. Also die Bewertung muss erfolgen. Es gibt zwar Übergangsfristen, ziemlich lange Übergangsfristen, aber wenn dann die Daten nicht vorliegen, ist die Substanz in Europa nicht mehr verkehrsfähig. Ja, hinsichtlich der Toxikologie, da ist die Bewertung relativ simpel, sage ich mal. Da wird in vitro Mutagenität gemacht an Bakterien, Ames-Tests zum Beispiel, na, wurde ja auch bei den im SPICE-Projekt gemacht, SPICE 1, ich glaube in Wien wurden solche Tests durchgeführt. Das sind relativ simple Tests und hier die akute Toxizität wird festgestellt. Auf einen Aspekt will ich noch hinweisen, wenn Stoffe besonders besorgniserregend sind, dann sind es SVHC-Stoffe und die unterliegen dann wieder einer besonderen Zulassungsbeschränkung. Das sind dann Stoffe, die tatsächlich auch zugelassen werden müssen. Die müssen ein Zulassungsverfahren durchlaufen. Und SVHC-Stoffe, wer hätte es gedacht, sind eben die ganzen CMR-Stoffe, also krebserzeugende Stoffe, mutagene Stoffe, reproduktionstoxische Stoffe. Auch als besonders gravierend werden so hormonähnliche Wirkungen eingestuft. Ja. Und da gibt es sehr viele Substanzen, die hormonähnliche Wirkungen haben, viele Monomere, ja, die wir durch Plastik, durch Thermodrucker und so weiter freisetzen in die Umwelt. Ja. So, ja, hier nochmal das Zulassungsverfahren. Ja. Die Industrie muss den Antrag stellen, die müssen auch die Daten liefern und bestimmte Kommissionen müssen das dann prüfen und letztendlich lässt die Europäische Kommission dann so eine Chemikalie zu oder sie verbietet den Umgang mit der Chemikalie innerhalb der EU. So. Was bedeutet das jetzt für unsere Legal Highs? Erstmal hier zu dem allerprominentesten Legal High, ja, den Alkohol, ja, den sollten wir nicht vergessen. Der ist eine Substanz, der für die meisten Schäden im pränatalen Bereich verantwortlich gemacht wird. Ja. Also man könnte sagen, er ist reproduktionstoxisch.
und schädigt das zentrale Nervensystem. Es kommt zu Gesichtsveränderungen, Wachstum wird verzögert oder verringert. Ja. Es gibt übrigens eine Schwellendosis. Ja. Ich glaube, die Drogenhilfe sagt immer, wenn du schwanger bist, sollst du überhaupt keinen Alkohol gebrauchen, wenn ich das richtig sehe, ja, in den Programmen, die es da gibt. Es gibt aber eine Schwellendosis, also bis zu 30 Gramm pro Tag ist abgeleitet, könnte man konsumieren, ohne dass das Kind, das Embryo, der Fötus einen Schaden. Also ich habe zwei Quellen, das ist einmal Professor Stahlmann, Charité Toxikologie, ja. und dann auch Professor Dr. Alfons Lampen vom Bundesinstitut für Risikobewertung. Ja. Müssen wir gucken. Ja. Ja, okay, ich bin auch gleich fertig. Sorry. Dann ist Alkohol, wird auch für viele Krebserkrankungen verantwortlich gemacht. Übeltäter ist wohl der Acetaldehyd, also der Metabolit des Alkohols, der mit den Bestandteilen, den der Nukleinsäuren hier, der DNA- und RNA-Basen, eben so Addukte bilden kann. Ja? Chemische Addukte. Also es ist genotoxisch dann. Jetzt zu den Legal Highs, um die es hier heute geht. Auch da gibt es von der EMCDDA, das ist die Europäische Drogenbehörde, gibt es eine Guideline zum Risk Assessment. Ja? Und hier habe ich mal so die Kapitel aufgeführt, die da herangezogen werden nachher zu einer Bewertung. Was ich ja ganz interessant finde, ist, dass auch eine Bewertung des Risikos relativ zu dem anderer Substanzen herangezogen wird. Auch die haben hier so eine duale Definition von Risiko, einmal Risk und einmal Hazard. Und zum Beispiel 2014 wurden dieser Risikobewertung 4 Substanzen unterzogen, aus dem Bereich der Katinole, hier so eine ketaminartige Substanz, ein Opioid und ein Phenylethylamin. Das waren Substanzen, die eben auch zu Todesfällen geführt haben. Hier abschließend noch eine Folie, die ich hier von Leslie A. King sozusagen habe, auch bei Reduce vorgetragen in Wien. Ja. Der hat zusammen mit David Nutt viel publiziert. David Nutt war so eine Art englischer Drogenbeauftragter, der die Fahne der Wissenschaft hochgehalten hat und dafür dann letztendlich auch suspendiert worden ist von der englischen Regierung. Der sagt eben, es gibt keine Korrelation zwischen dem Schaden, den eine Substanz anrichten kann und deren augenblickliche Klassifikation in nationalen und internationaler Drogengesetzgebung. Und dann sagt er aber auch ganz klar zu den neuen psychoaktiven Substanzen, dass es da sehr schwierig ist mit einer Risikobewertung oder es geht überhaupt nicht, weil fast keine Informationen vorliegen zu deren Toxizität. Ja, das ist ein großes Problem. Und darum sagt er, dass man bei diesen Substanzen sich über andere Regulierungsmodelle als bei den Substanzen wie zum Beispiel Cannabis. Da muss man sich mit denen auseinandersetzen. Bei Cannabis oder Psilocybin und sowas, da setzt es sich für eine Legalisierung ein. Okay, das überspringe ich und bedanke mich für eure Aufmerksamkeit.